Wir brauchen ganz klar Erfolgserlebnisse und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Nach längerer Zeit mal wieder ein Video. Ja, ich konnte mich überhaupt nicht aufraffen, überhaupt mal was aufzunehmen oder so. Aber ich habe in letzter Zeit doch vermehrt andere Sachen zu tun und kleinere Problemchen hier und kleinere Problemchen da. Und so bin ich dann, ja, leider auch nicht wirklich dann mal, habe ich nicht die Muße gehabt, mich mal 10 Minuten hinzusetzen oder 15, um mal was Ordentliches hier für euch mal wieder festzuhalten. So ein bisschen Casual Clash of Clans hier. Also haben wir das immerhin schon mal gemacht. Und was noch erschreckender war, muss ich sagen, ist, dass wir ja im Moment Clanspiele haben. Und das ist aber für mich kein Erfolgserlebnis. Das ist für mich kein Erfolgserlebnis. Absolut nicht, denn ich habe noch mit keinem einzigen meiner Accounts überhaupt einen Punkt bei den Clanspielen gemacht. Das heißt, dieser hier war jetzt eben der erste. Der hat 600 auf den Kopf gemacht. Ihr kennt sicherlich das Spiel. Es geht darum, 3 Sterne zu holen. Und wenn auf der Base schon 2 Sterne waren und man holt den dritten, bekommt man die 3 Sterne für das Clanspiel dann gut geschrieben. Ich hoffe, das habt ihr auch schon gewusst. Wenn nicht, dann ist das hier sicherlich mal eine Neuerung. Aber wir gucken mal, was der Donnerbengel hier gemacht hat. Also ich brauche Erfolgserlebnisse hier. Das brauchen wir, glaube ich, alle im Moment. Und ich wusste nicht, was in der Clanburg war. Jetzt weiß ich's. Das Problem war, dass mein vorheriger oder der vorherige Angreifer hier mit Lufttruppen angegriffen hat. Und da kam die Clanburg natürlich nicht raus. Jetzt weiß ich aber, was drin war. Also 2 Superlakaien und ein Babydrache. Ich hätte jetzt den Mauerbrecher auch noch für die Queen setzen können, damit die ein bisschen weiterläuft. Aber ihr könnt gleich sehen, hier unten auf 9 Uhr setze ich das ganze Ding für den King. Und ich glaube, das war die bessere Lösung. Setze ich das Ganze für den King. Warum das so ist, das werdet ihr... Guckt euch den Angriff einfach ein bisschen weiter an. Ich gehe mal mit ran. Also Funnel schon mal gelungen. Und dann mit Only Miner hier heute mal. Habe ich auch schon länger nicht mehr angegriffen. Meistens nehme ich ja doch irgendwo ein Hybrid auch im Rathaus 11 Bereich. Aber so Only Miner, die Base hier, hat es mir einfach irgendwie angetan, dass ich die mit Minern mache oder Only Miner mache. Mit den beiden Single Infernos hier in der Mitte. Und meine Queen hatte allerdings schon die Selbstzündung. Das war natürlich ein bisschen dusselig. Da habe ich nicht schnell genug aufgepasst, sonst hätte die Queen wahrscheinlich noch ein bisschen länger überlebt. Aber der Dicke hier, den ich hier in die Base reingeschickt habe, der klopft sich zwar hier in Wolf an den Mauern, ist aber nicht so schlimm. Am Ende rettet der mir nochmal den Hintern hier. Unten habe ich noch ein paar Magier jetzt noch mit dazu geschickt, da oben. Und noch 3 Bogenschützen, die einfach so mitlaufen sollen. Hier unten. Denn die ganzen Miner tanken hier jetzt außen weg, also weil die Miner ja in der Mitte sind und immer Beschuss bekommen, können außen ganz locker hier die Magier mitlaufen und auch die Bogenschützen, aber die wollten da hinten eh die Mauer machen, aber der Dicke hier, der ist immer noch am Start und das ist natürlich sehr, sehr cool gewesen, weil genau der, nämlich jetzt am Ende, wo es nochmal richtig eng wird, also den Warden verliere ich jetzt wahrscheinlich an der Kanone und hier nochmal eine Riesenbombe bei den Minern dort. Aber der Kollege King setzt jetzt der Kanone zu und tankt jetzt auch noch den letzten verbleibenden Tesla. Also erstes Erfolgserlebnis hier schon mal drin. Und ich bin mal gespannt, ob ich noch ein zweites Erfolgserlebnis hier hole. Denn ich habe noch einen Angriff offen jetzt mit dem Rathaus 11 und auch mit den Rathaus 13ern, kann jetzt nur kein Clanspiel mitnehmen. Das ist ein bisschen doof. Ich kann jetzt kein Clanspiel mitnehmen. Hier im Clankrieg. Das ist schade. Das ist schade. Aber egal, dann machen wir erstmal den Angriff. Ich glaube, die hier ist markiert von Emily. Jawohl, die ist markiert von Emily. Dann machen wir den 13er. Mal sehen. 64% hat der Joker geholt. Hier allerdings auch ohne King. Ich weiß gar nicht, warum man ohne King angreift. Dann sollte man sich doch einfach lieber rot stellen. Okay, langer Weg zum Rathaus, Leute. Und 2 Multi-Infernos. Das riecht natürlich nach, so ein bisschen zumindest, riecht das danach, mit Betts irgendwas zu machen, beziehungsweise hier mit Pekka. Pekka Bobet, also Pekka Bowler und Betts Spells. Wollte eigentlich nur gerade nochmal gucken, von wo gehe ich jetzt eigentlich vor.
Ich würde aber sagen, wir gehen dem Rathaus entgegen und nehmen auch ruhig den langen Weg, würde ich sagen. Ich würde ruhig sagen, wir nehmen den langen Weg und mal sehen, wie ich hier reinkomme. Ich habe alle Zauber, ich habe alle Helden, ich habe alle Truppen. Gehen wir mal rein. Hopp oder top. Wir haben aber oben auch noch Angriffe offen, die wir da nehmen können, dass wir hier ein wenig reinkommen. Oh, der hat ein Loch in der Base. Okay. Das Loch in der Base, das nutzen wir aber mal nicht aus, würde ich sagen. Das Loch in der Base nutzen wir mal nicht aus. Und wir gehen hier weiter mit unseren Packies rein. Perfekt. Karre hier mit rein. Noch ein Packer. Der Dicke. Ein paar Bowler. Und wir nehmen die Queen damit hinter. Und natürlich auch den Warden. So. Die können jetzt erstmal so ein bisschen rollen hier, sage ich jetzt mal. Die können so ein bisschen rollen, beziehungsweise die sollen da ja auch durchrollen. Die sollen da ja auch durchrollen. Jetzt gucke ich mal, was hier dann gleich in der Clanburg ist. Okay. Da ist schon wieder das gleiche in der Clanburg wie vorhin, Leute. Alles klar, aber, oh, das läuft aber gut da. Das läuft sogar sehr gut, würde ich sagen. Hier unten läuft es natürlich nicht ganz so gut. So, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht so ein bisschen nochmal ablenken und unsere Bets hier jetzt reinziehen. Mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. Wo sind denn eigentlich... Ah, da ist meine Queen, okay. Ich dürfte eigentlich keinen Flächenschaden mehr haben jetzt. Und muss das nochmal stilllegen hier gerade. Oh, das war ein bisschen dusselig jetzt gerade, glaube ich, dass wir das da gemacht haben, aber jetzt müssen wir mal gerade schauen. Die Bets räumen noch ganz gut ab hier. Und dann kann ich hier noch einen Magier setzen. Hier auch noch einen Magier setzen. Und 1, 2, 3. Oh nein, der Bogenschützenturm bleibt stehen. Ach hey, nee. Oh, das wird eine ganz enge Kiste, Leute. Was haben wir denn hier hinten noch? Oh, hier haben wir noch Pekka, okay. Wir müssen aber auch noch durch die Base durch und wir müssen auch noch bis zum Multi-Inferno kommen. Oh nee. Und da mein Tank ist da unten jetzt endlich down. Okay, was heißt endlich? Endlich ist gut. Oh, das schaffen wir nicht. Ei, das schaffen wir leider nicht. Heieiei, das schafft der Pekka-Dame nicht in 58 Sekunden, kann ich mir vorstellen. Die ist doch schon ziemlich angehittet da. Und muss da ja nochmal gleich durch eine Mauer durch. Ich glaube, das wird leider ein Fail. Och komm, wenigstens 2 Sterne. Naja, egal. Halbes Erfolgserlebnis. Plan war eigentlich... dass meine Truppen nicht ganz so weit gehen. Die sollten eigentlich gar nicht so weit hier rumlaufen, sondern eher so ein bisschen durch die Mitte gehen. Und dementsprechend ist mir das nicht ganz gelungen. Aber okay, ich habe mehr Prozente geholt, aber ich glaube, wir brauchen dann schon eher den Stern mehr. 19 Sekunden, Magier hilft da unten auch noch ein bisschen mit. Und das Rathaus kriegen wir, aber das war es dann auch. Denn nochmal jetzt durch eine Mauer durch, okay. Na nee, das wird nichts mehr. Schade. Müssen wir nochmal durch eine Mauer durch. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Also kein Erfolgserlebnis, sondern eher ein Ezo. Naja, okay, 99. Ah, shit. Naja, was willst du machen? Leider nur mehr Prozente geholt. Sehr, sehr ärgerlich, aber es ist ja noch alles offen hier und es sieht auch gar nicht mal so schlecht aus bei uns. Unten unsere Elfer halten noch ganz gut. Ich bin selber noch nicht angegriffen worden. Unser Zwölfer hält auch noch ganz gut, sonst haben wir bisher erst 2 Sterne hier kassiert. Eben vor allen Dingen im 13er Bereich und wir haben auch, ich meine, wir haben eigentlich hier ein kleines Erfolgserlebnis zu feiern beim Clan. Herausforderer, denn wir haben auch den letzten Clan-Krieg gewonnen. Das war sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und also ein kleiner Aufwind hier nach 4 Niederlagen in Folge haben wir den letzten Clan-Krieg immerhin gewonnen, was ja auch nicht so schlecht ist, aber ich würde sagen, wir machen noch ein Clan-Spielchen. Was können wir denn noch so auf die Schnelle machen? Was macht ihr mal so auf die Schnelle? Wisst ihr, wenn es schnell gehen muss? Ich meine, 2 Tage, 20 Stunden, wir brauchen auch noch ein paar Punkte. Was könnte hier jetzt schnell gehen? 25 Zerstörung in Duellen, das geht eigentlich immer ganz gut. Und das geht auch eigentlich relativ zügig. Was haben wir hier? 100 Mehrspieler kämpfen, okay. Haben wir hier nicht was ganz, ganz Einfaches? Multimörser in Duellen, okay. Was ist das hier? Truppen, was?
Spende Zauber, okay. Ja, Spendenquests sind immer doof bei uns, denn wir sind so casual, das kriegt man in 8 Stunden nicht hin, 5 Zauber zu spenden, glaube ich. Was erzähle ich hier eigentlich? Zweimal das, okay. Ah, ich glaube, wir fangen mal mit dem hier an. Wir nehmen hier mal so ein paar Duelle hier. Duelle sind nie so schlimm und ich meine, okay, das hätte ich jetzt eben auch schon annehmen können. Das ist auch immer doof, ne? Da machst du was, hast kein Clanspiel dabei oder hast es vielleicht noch nicht reingeklickt und dann machst du hier einen Angriff nach dem nächsten und stellst dann fest, hey, da zählt ja gar nichts hoch. Genau, so ist das bei mir öfter mal. Also auch wieder mal ein bisschen Verpeilung hier beim Toti. Aber ich denke mal, die 225% hier, die sind ja eigentlich relativ schnell gemacht. Also so zügige Spiele mag ich eigentlich am liebsten. So diese Langläufer, zerstöre XX oder hole XX Gold oder Elex oder sowas über einen gewissen Zeitraum, wo du eigentlich weißt, dass du da mehrere Sachen, ich meine, ich brauche hier auch jetzt mehrere Angriffe für. Ansonsten brauche ich nur drei Angriffe, nämlich zweimal 100 und einmal 25%. Was ich aber in den seltensten Fällen hinbekomme und ist mir aber schon mal gelungen. Also ich habe auch schon mal nur wirklich 2,5 Kämpfe dafür gebraucht. Das ist dann aber eher ein Zufall gewesen. Und hier kriegen wir aber wir kriegen das Fass hier nicht down. Schade auch. Hätten wir es fast down bekommen, dann hätten wir hier doch mehr Prozente geholt. Okay. Aber ich denke, mein Gegner wird jetzt auch schon fertig sein und dann haben wir hier wenigstens 90 drin, also schnelles. Oh, ist das noch nicht fertig. Das ärgert mich dann auch immer so, weiß ich will schnell mal was machen hier. Und dann, dumm, dann dauert es, bis der Gegner was macht. 75%, schafft er nicht mehr als 90%, 77%, schafft er nicht, haben wir auf jeden Fall gewonnen. Okay. Das kann ja auch mal ganz hilfreich sein. Also ein kleines Erfolgserlebnis. Erfolgserlebnis ist natürlich auch, dass er das Ding hier ausbaut. Aber ist auch schon wieder ein Neuner. Ist auch schon wieder ein Neuner hier gegen mich harmlosen Achter. Da ich nutze fast nur noch, ich glaube, es sei denn, ich muss irgendwas anderes für ein Clanspiel oder sowas nutzen. Oder für einen Pass nutze ich nur noch diese Spam-Technik. Ich nutze überhaupt nichts anderes mehr. Sobald ich die Lakaien und die Balance habe bei meinen Dörfern, sind alle anderen Strategien sind über den Haufen geworfen. Ich mache einfach nur noch das. Das ist am einfachsten für mich. Zack, 5 Finger oder 10 Finger gesetzt hier ins Feld und gib ihm. Was dann dabei rauskommt, meistens mache ich ja nur das Tagesevent. Ich meine, so wie jetzt muss ich natürlich ein bisschen mehr mal machen im Nachtdorf. Ist ja auch nicht so schlecht, dann dauern die Sachen auch nicht mehr ganz so lange. Rushen tun wir hier ja nicht, aber hier kriegen wir die Tonne. Das ist sehr, sehr gut. Hier kriegen wir die Tonne. Und die letzte Tonne ist jetzt auch schon weg bei dem Gegner hier. Die Luftabwehr muss noch fallen, das wäre noch ganz schick. Und meine Kampfmaschine geht nochmal durch die Mauer durch. Oh, jetzt tippe ich auch noch daneben, kriege auch noch einen dicken Finger hier. Ah, nicht ganz geschafft. Okay, nicht ganz geschafft, aber prozentual glaube ich ganz gut. War das ein 8er Max und war gerade auf 9, kann auch sein, ne? Kann auch sein. So, dann lassen wir mal auslaufen. Ich habe leider hat man hier keinen Vorspielknopf, aber man könnte jetzt sagen, sofort beenden. Nur dann fehlen mir am Ende wieder so ein paar Prozente. Ne? Dann fehlen mir am Ende wieder ein paar Prozente. Und ich meine, ne, das sind 3, maximal 4 Spiele hier eigentlich nur. Die spiele ich mit euch jetzt auch mal zu Ende. Heute ist mal Quältag für euch. Würde ich jetzt mal so sagen. Heute ist Quältag für euch. Nachtdorf ist natürlich für euch eine Qual, ne? Da kriegt ihr irgendwie, da bekommt ihr es irgendwie in den Augen. Ich eigentlich auch, aber ich meine für einen Pass und auch für die Clanspiele hier gibt es nichts Schnelleres als ein wenig Nachtdorf machen. Ich glaube, wir können da setzen mitten in der Base an dem Rasen da. Das ist quasi eine Lücke gewesen an der Statue. Dann konnten wir da den Ballon schon mal droppen. Und meine Kampfmaschine hat ein bisschen getankt noch. Geht jetzt aber auch down dort in dem... Ah ne, sie geht wieder aus dem Lava-Ding raus und hat jetzt nochmal Glück. Okay, oh, meine Kampfmaschine hat aber jetzt richtig Glück gehabt gerade. Ne? Habt ihr gesehen? Die ging nochmal gut durch und die Tonne könnte jetzt fallen von den Skeletten. Na, fällt die Tonne? Wenn die Tonne fällt, wählen das 100%. Das könnten 100% werden, Leute.
Denn meistens ist es so, wenn ich die bekomme und habe jetzt ja nur noch ich habe eigentlich nur noch einen Tesla 100 und damit haben wir das Kleinspiel geschafft, brauchte ich euch doch nicht mehr so lange quälen. Sehr cool. Ja, ich habe gestern Abend auch nicht live gestreamt, denn wie gesagt, im Moment habe ich irgendwie andere Sachen zu tun und zu machen und zu lassen, aber ich wollte wenigstens mal wieder ein bisschen aufnehmen und haben was abgeschlossen hier, das Klatschspiel. Perfekt. Also doch nur 3 Angriffe, glaube ich, jetzt gerade gebraucht. Naja, mal sehen. Ich glaube, für 500 Punkte gab es sowieso hier unten was. Da gab es ein paar Punkte für, wenn man 500 Punkte gemacht hat. Ich denke mal, die mache ich auch jetzt mit meinen anderen Accounts. Und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Noch nicht, habt ihr noch einen Freitag vor euch, aber noch haben wir es ja nicht so weit. Und am Wochenende streamt man natürlich wieder ein bisschen. Da bin ich ganz sicher wieder für euch da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Danke, euer Toto. Bleschen.